Hallihallo, liebe Freunde, und willkommen zu Part 7 meines Super Mario All-Stars Let's Plays. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, und ich würde sagen, wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Mario Brothers 2, die vierte Welt, die Welt des Eises. Ja, ich habe ja erst auch Mario 64 ja auch abgeschlossen, nicht das ganze Projekt, sondern das Level Frostbeulenfrust, und das in einem Part, und ich kann euch sagen, das Level trägt zu Recht den Namen Frostbeulenfrust. Es war nämlich eine frustrierende Geschichte, was da abgegangen ist. Habt ihr mal versucht, dort den 100 Münzstern zu sammeln? Ich kann euch sagen, ich bin fast wahnsinnig geworden. Nichts funktionierte so, wie es sollte, und es war einfach frustrierend. Ich habe einen Frusti geschrieben, oder einen Frosty, oder einen frustigen Frosty, was auch immer. So, aber auf jeden Fall, jetzt geht's hier erstmal weiter. Immerhin muss ich mir jetzt ja mal merken, bestimmte Fehler nicht nochmal zu machen und einfach weiterzugehen, selbst wenn's, ja. Oh, ich habe den Pilz vergessen. Ach, wie peinlich. Naja, gut, okay, eigentlich müsste das ja ganz leicht funktionieren hier. Man darf halt nur nicht dauernd den Fehler machen wie ich beim letzten Part, einfach andauernd zurückzugehen. Und man sollte sich natürlich auch nicht von den Flammen treffen lassen, das wäre ganz intelligent. So. Boah, Leute, ich lebe schon wieder gefährlich. Ich möchte die vierte Welt in diesem Part endlich abschließen, das sage ich euch. Also ich habe keine Lust, den ganzen Part... Oh, du Drecksvieh. Ah, gut, okay. Hier ist ja eh schon das Ende. Gut, wusste ich jetzt nicht. Ich dachte, es geht doch noch eine Nummer weiter. Aber immerhin, Leute. Immerhin ist das Level geschafft. So, ich denke, es ist auch besser, wenn ich auf Peach bleibe. Weil durch ihre Gleitfähigkeit komme ich hier viel besser voran. Und ich kann das Eis auch zumindest für einen kleinen Part überspringen. Das kann ich mit den anderen nicht. Und das kann sehr schnell frustrierend werden. Also die Renntaste sollte man hier echt nicht gedrückt halten. Dann klappt es auch mit den, ja, Bienchen oder was auch immer das darstellen soll. Ich weiß gar nicht, was das eigentlich für Viecher sein sollen. Ich würde das jetzt einfach mal als Bienchen bezeichnen. Oder als... Nee, Moment, das sind Scheigeis, ne? Scheigeis, die fliegen können. Ja, ich meine, gut, Bienchen können es, wenn man Fantasie hat, können es auch Bienchen sein. Ja, ich weiß, Drake hat eine sehr kuriose Fantasie. Ich kann euch sagen, ich habe eine Menge Fantasie. Vielleicht ein bisschen zu viel sogar manchmal. Boah, ich wollte gerade sagen, wenn du da jetzt runterfällst, Troller, ne? Dann ist hier aber was los. So, eine Münze haben wir auch gleich. Schick, 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 schick. Ja, die Wale hier könnt ihr auch zu eurem Vorteil benutzen, weil wenn sie nämlich das Wasser ausstoßen aus ihren Atmungslöchern, habt ihr nämlich den Vorteil, ihr könnt euch hochtragen lassen. Haha, ist das nicht cool, Leute. Also ich hab's immer gemocht. So, ich hoffe, dass jetzt da oben... So, ich meine nämlich, dass der Pilz genau hier war. Okay, offenbar nicht. Egal, wir nehmen aber die Münzen mit. Münzen sind immer gut. Münzen kann man nie genug haben, findet ihr nicht auch? Also ich finde es jedenfalls so. So, außerdem könnte ich noch ein paar Leben gebrauchen, weil wenn ich mich nämlich recht erinnere, war der nächste Gegner nämlich eine... Ich weiß gar nicht, entweder war das die Flamme oder es... Entweder war das die komische... Ja doch, ich meine, das war eine lebendige Flamme, die dauernd mit Feuer spuckt. Oder es war nochmal diese komische Schlange. Ich bin mir da jetzt gerade nicht sicher. Wie gesagt, an ein paar Gegner kann ich mich noch halbwegs erinnern. Ich weiß auf jeden Fall, dass der letzte Boss auf jeden Fall ein richtig dicker, fetter Frosch war. Das weiß ich noch. Aber wie gesagt, wir schauen einfach mal. Wir lassen uns einfach überraschen. Überraschung. Oh, na toll. Blödes Vieh, das musste jetzt natürlich sein, ne? So, vorsichtshalber mal eben da reingehen. Natürlich gibt es keinen Pilz. Nein! Oh, war das doof. War das doof von mir. Naja gut, der Vorteil ist, jetzt kann ich das nächste... Kann ich doch nochmal gucken. So. Irgendwo hier muss der... Oder warte mal, war der hier ganz oben? Gucken wir mal. Nö, auch nicht. Ja, toll. Ist ja die gleiche Stelle fast, ne? Ja, ja, Leute. Oh, ja, komm. Halt! Du sollst mich mitnehmen. Aber nicht du.
Habe ich da gerade einen Stern blitzen sehen? Nein. Oh, ich war... Sag jetzt nicht, ich habe den Stern vergeigt. Oh Gott. Oh Gott. Das wird, glaube ich, nichts, Leute. Das wird, glaube ich, hundertprozentig nichts. Und dann auch noch auf Eis, ne? Na gut, okay. Auf Eis war ja zu erwarten. Boah. Das war knapp, Leute. Das war richtig knapp. Ich hatte schon befürchtet. Oh, getroffen? Sehr schön. Boah. Rutsch, 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 rutsch. Ich sag's euch. Ich sag ja, ich mag kein Eis. Ich mag kein Eis. Oh, zumindest nicht mit ihr. Ich meine, gut, mit Luigi wäre das sogar hier noch schlimmer, kann ich euch sagen. So, und irgendwie hakte gerade ein bisschen meine Technik. Ich weiß noch nicht, warum. Wahrscheinlich hat mein PC wieder irgendwas zu meckern. Keine Ahnung. Ich weiß nur eins. Er sollte sich nicht wagen, die Aufnahme zu beenden. So. Oh, wie schade. Wie schade. Habt ihr das gesehen? Zweimal die 7, ey. Ich glaub's nicht. Ich glaub das nicht, Leute. Ach, komm schon. Naja, immerhin ein Leben. Ein Leben ist besser als keins. So. Ja, wir machen doch mit Peach weiter. Weil Peach ist für einige, ist hier fürs Eis einfach... Ja, ich weiß nicht. Ja, wie geschaffen? Naja, wie geschaffen zwar nicht, aber... Auf jeden Fall hat sie gewisse Vorzüge. So. Ich meine, hier oben war der Pilz. Genau, da ist er auch schon. Pilz, 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 Pilz. Boah, fast vergeigt, Leute. Und das gleich zu Anfang, das wäre es ja noch. Ja, warum ist hier Birdo? Was meint ihr? Kann ich euch sagen, oder euch zeigen, besser gesagt. Ihr müsst nämlich eins ihrer Eier benutzen und euch tragen lassen. Sonst kommt ihr nämlich nicht auf die andere Seite. Klingt kurios, ist aber so. So. War hier nicht was? Dabei ist hier so viel Gemüse gewesen. So, gucken wir mal. Ach ja, genau, das war das Level. Ja, Leute, hier ist das richtig ätzend. Ihr seid hier permanent am Rutschen und diese kleinen Schneemännchen oder was auch immer das darstellen sollen. Ich sag jetzt einfach mal Schneemännchen. Die gehen euch tierisch auf den Sack. Und da die ja hier noch so perfekt schlittern können, müsst ihr euch natürlich ein bisschen in Acht nehmen und aufpassen, vor allem wie ihr rennt oder läuft oder was auch immer. So, rutsch runter, sehr schön. Ich mache mir das normalerweise eigentlich immer so einfach wie möglich oder versuch's jedenfalls. Ich wollte sagen, das Thema einfach wie möglich, das kennt ihr ja schon von mir. So, Moment. Ja, das funktioniert. Sehr schön. Boah. Wenn wir Glück haben, schaffen wir es gleich direkt in die nächste Welt. Das wäre so geil. Und ich hoffe, das klappt so, wie sich euer Drake das denkt. So. So. Gucken wir mal. Ja, genau, da war doch was mit dem Pilz. Ja, lasst euch nicht täuschen, Leute. Der Pilz ist tatsächlich an dieser Stelle richtig mies versteckt. Das war nämlich der einzige, den ich mir wirklich richtig gemerkt habe. Ich habe lange suchen müssen damals, aber ihr werdet es nicht glauben, wo der Pilz sich versteckt. Er versteckt sich nämlich hier oben, ob ihr es glaubt oder nicht. Seht ihr? Da ist er. Frag mich nicht, was die Entwickler sich dabei gedacht haben, den da oben zu verstecken. Aber naja. Eieiei. So. Dann wollen wir mal gucken. Ja, hier müsst ihr übrigens den roten Shy Guy benutzen. Weil dadurch, dass er da runterfällt, ist er der Einzige, der euch gefahrlos durch die Stacheln bringen kann. Meine Güte. Ja, entschuldigt Leute, ich habe mich vorhin ein bisschen verschluckt gehabt. Verschlucken an der eigenen Sabber macht eigentlich keinen Spaß, aber es nützt nichts. So. Da unten geht es übrigens weiter, nur müssen wir erstmal hier rein, weil wir brauchen hier etwas. Nämlich den Schlüssel. Der Schlüssel zur wahren Macht, der Schlüssel zu meinem Herzen. Vorausgesetzt, ich habe eins. Ja gut, ich muss ein Herz haben. Ne? Ich habe ein Herz für Tiere, ich habe ein Herz für meinen Schatz. Und ein Herz für meine Freunde und ach, was nicht hier noch alles. Oder wollt ihr sagen, dass euer Drake kein Herz hat? Ich meine, ich bin ja nicht Mr. Horror Jumper, der
leider Gottes die Angewohnheit hat, andauernd Mario Maker, das arme Yoshi-Lied zu töten. Ja, Paddy, ich hab's nicht vergessen. Er ist immer noch Mr. Yoshi-Killer für mich und das bleibt er auch. So, bevor... Ah, oh, nein. Ich wollte sagen, ich dachte schon, jetzt ist der Schlüssel weg. Das wär's jetzt noch. Oh, weißt du was? Tust du mir einen Gefallen? Du nervst. Geh bitte sterben. So, ja. Im Übrigen, ich habe das ja im anderen Part, im Mario 64 Part vergessen zu erwähnen. Habt ihr vielleicht bemerkt, dass bei Mario 64, bei den letzten drei Parts, die Bildqualität viel besser war? Ja, Leute, ich kann euch auch das Geheimnis verraten. Der... Okay, das war doof. Das war richtig doof und peinlich. Ja, und zwar hat der liebe Drake ein neues Programm für sich entdeckt, weil das andere zickte ihn ein wenig zu viel rum und machte ihn seine Videos zu schlecht. Und ja, ich habe es tatsächlich geschafft, das zu finden, was die Bildqualität eigenermaßen eigentlich ganz gut erhält. Zumindest habe ich das bei YouTube so entdeckt. Ich weiß nicht, ob ich mich irre. Ne? Falls ja, könnt ihr es mir ja mal in die Kommentare schreiben. Aber ich meine, dass gerade meine Mario 64 Videos, die ja sonst immer so schön verpixelt waren, was mir ehrlich gesagt ein bisschen auf den Keks gegangen ist. Ja, auf jeden Fall, habe ich mithilfe dieses Programms es geschafft, meine Videos von der Bildqualität her zu verbessern. Und das wollte ich euch mal mitgeteilt haben. Im Übrigen könnt ihr jetzt auch... Oh, das war's schon? Okay, fast. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass mich die kleinen Viecher nicht umbringen, weil die kleineren, finde ich, sind schlimmer als die großen. So, mal gucken. Kann ich euch ablöschen? Ja, das scheint doch zu funktionieren. Jetzt habe ich nur ein Problem. Jetzt muss ich da runter und hoffen, dass nicht eine Flamme nicht... Ja, komm. Ja, nee, ist klar! Alter! Oh, nein! 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 Das ist jetzt nicht wahr, oder? Scheißdreck. Okay, ich glaube, wir nehmen mal Mario. So. Bei Mario kann auch erstmal höher springen. Das ist schon mal, als Peach, das ist schon mal der nächste Vorteil, den wir haben werden. Na gut, im Ausweichen ist er natürlich nicht wirklich besser, aber vielleicht sollte ich die gleiche Taktik wie vorhin nochmal machen. So, genau. Friss dein eigenes Feuer. Ah! Oh. So. Ja, natürlich. Natürlich! Das musste jetzt ja passieren, ne? Das musste ja so kommen. So. Jetzt hoffe ich mal, dass ich die am besten alle vier auf... Ich trau dem Letzten nicht. Komm her. Nein! Doch nicht so! Oh, Leute, euer Drake, der baut hier wieder... So, vielleicht kann ich ihn ja. Das müsste ja eigentlich gehen, oder? So. Ich versuche. So. Wow, Leute, mein Herz. Aber ich hab's geschafft. Das Level ist fertig. Wir haben die nächste Welt erreicht. Sehr schön. So, gleich erstmal speichern. Ja, wir starten mit Mario nochmal durch. So, wir sind jetzt in der fünften Welt. Sehr schön, wir haben es geschafft. Hä? Ich wollte sagen, irgendwie kriege ich gerade ein Déjà-vu. Ein Déjà-vu, aber ich habe mich geirrt. Das ist doch nicht das Gleiche. Was war das denn? Du sollst das Vieh doch eigentlich tot machen, aber auch egal. So, geht doch. So, vorsichtig hier runterspringen. Zack. Wenigstens ist das kein Eis mehr, meine lieben Freunde. Das heißt, ich rutsche jetzt hier nicht mehr kreuz und quer durch die Gegend. Bombe. Bomben sind nie so toll. Also, ich mag Bomben nicht. Hat seine Gründe. So, jetzt hoffe ich mal, dass hier der Pilz gleich versteckt war. Nee, war es natürlich nicht. Aber ich werde jetzt erstmal ein paar Münzen mitnehmen. Münzen, Münzen, Münzen. Weil viel Leben habe ich nämlich nicht mehr. Und ich werde mal gucken, wie oft ich dieses Spiel hier machen kann. Ob ich da ein paar Münzen mehr mitnehmen kann. Du gehst weg. Ja, denn Drake hätte gerne noch ein paar Leben und ich würde das Level auch gerne beenden.
dementsprechend nehme ich mir mal ein paar Versuche mit. Man kann ja nie wissen. Keine Sorge, ich mache das jetzt nicht den ganzen Part über, sondern ich mache das jetzt noch ein letztes Mal und dann geht's weiter. Ich will einfach nur eben halt genügend Münzen mitnehmen, einfach nur vorsichtshalber. Man weiß ja nie, was noch kommt. Ich weiß nicht, welche Gegner... Toll, okay. Gut, ab jetzt brauche ich das auch nicht mehr. So. Aber einmal muss ich nochmal zurückgehen, weil den Pilz hätte ich trotzdem ganz gern, nur der war halt nicht an der Stelle, wo ich ihn vermutet habe. Gut, das ist er ja selten. Ich hoffe jedenfalls, dass er sich hier befindet. Auch nicht? Dein Ernst? Ich hätte schwören können, dass der hier oben war. Aber ich glaube, für das Level hätte ich vielleicht doch mal lieber Luigi mitgenommen. Ja, ich glaube, ich werde mich jetzt auch mal eben... Also das ist wirklich eines der wenigen Level, wo ich wirklich sage, hier ist Luigi von Vorteil. Zumindest habe ich das immer so empfunden. So, jetzt wollen wir mal gucken. Weil dadurch, dass Luigi diese hohe Sprungkraft hat, vorausgesetzt, man drückt auch die Sprungtaste. Ja. Ja, kommt Luigi natürlich von allen am höchsten. Ich meine auch, dass ich auf der GBA-Version damals das Level auch immer mit Luigi gemacht habe. Einfach, ja, wobei ich glaube, Peach wäre sogar noch besser gewesen, weil Peach ja gleiten kann. Aber mit Luigi habe ich halt den Vorteil eben halt, er springt sehr hoch. Und jetzt hoffe ich, dass hier dieser Dreckspilz ist. Natürlich ist er es nicht. War ja zu erwarten. Nimm ich mal mit. Nein, doch nicht so! Oh, nein. Also, das Level muss ich... Ja, gut, okay. Ist ja eh die fünfte Welt. Hier sollte ich, glaube ich, lieber Peach mitnehmen. Ist, glaube ich, gesünder für uns, habe ich das Gefühl. So, du. Ach ja, stimmt ja. Den Shy Guy sollte ich vielleicht mal mitnehmen. So, verzieh dich. Oh, ein Königreich für Gemüse. Das darf ich nur nicht in Gegenwart meiner Mutter sagen, sonst kriege ich Gemüsesuppe oder so vorgesetzt. Ich meine, ich wohne zwar nicht mehr bei Mutti, aber meine Mutter wäre schadenfroh genug, mir jederzeit so eine Suppe zu kochen und sie mir okay, dass ich sie abholen kann. Pfui. So, jetzt aber mal eben schnell, ja, die Münzen werde ich natürlich nochmal mitnehmen, weil die Münzen sind mir einfach zu wichtig. Besonders bei meinem Talent, hier meine Leben zu verlieren. Ich weiß, es kann nerven, aber es muss jetzt einfach mal sein. So, du. Ich meine, jede Münze gibt Leben und je mehr Leben ich immer habe, umso besser. Ihr wollt ja schließlich auch andere Levels sehen, meine lieben Freunde, oder? Und ich glaube auch nicht, dass ihr Interesse habt, immer wieder das Gleiche zu sehen. So. Ja, okay, ich muss zugeben, mit Peach geht das... Oh, Ganze doch viel einfacher von der Hand. Ein Hoch auf ihre Schwebefähigkeit, das muss ich ja echt sagen. Ach, da oben wäre jetzt der Pilz wahrscheinlich gewesen, ne? So. Da, dum, 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 dum. So. Ja, genau. Genau hier war das nämlich, ne? Richtig? Ich hab's gewusst. Ja, da oben ist der Pilz gefangen. Tut mir leid, Leute, aber den hole ich mir jetzt definitiv nicht. Ich sehe zu, dass ich das Level... Ja, hier hat sich Birdo verändert. Ihr seht, sie ist ganz grün im Gesicht. Hat wahrscheinlich das Verfallsdatum überschritten, würde ich sagen. Das heißt, schnappt euch jetzt... aua. Schnappt euch dieses komische... Oh, blöde Kuh, komm da weg. Ja, und sie bombardiert uns. Nein! Oh, Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich sterbe. Das war wohl echt einfach nur gerade mehr Glück als Verstand. Oh, ich lebe wieder gefährlich, Leute. Ich sag's euch. So, komm her. Na komm, noch ein Stück. Ey, du selten dämliche Kuh, du sollst herkommen. Ja, nee, ist klar. Scheiße, wie komme ich da jetzt dran? Natürlich, so geht's natürlich auch. Nein! Oh! Leute, das ist nicht wahr. So. Gut, auf ein neues. Ich meine, wir sind ja schon bei Birdo angekommen. Da kann man ja mal eben schnell sich das Teil wiederholen. So, Schnauze. Halt die Klappe. Na, oh, du Dummtroller. Oh, okay. Probieren wir es mit Mario. Ich habe das Gefühl, Peach taugt heute zu gar nichts. Außer mal eben kurz zum Schweben.
ist die alte echt nicht zu gebrauchen manchmal. Und Mario hat auch viel bessere Chancen auszuweichen. So, genau, komm her. Na! Oh! Das ist doch jetzt nicht wahr. Ey, ich will jetzt nicht hier in der ersten Welt gleich wieder verrecken, nur weil es wieder nicht so klappen will, wie ich will. Ja, ganz toll. Friss. Stirb! So, geht doch. Geht doch! So. Hier, lecker, lecker Mario. So, 9 Münzen. Jetzt hoffen wir mal, dass wir hier mal ein bisschen Leben tanken. Ich hoffe es jedenfalls. So. Aber es sieht nicht gut aus für mich, Leute. Das ist... Ja, komm. Gib mir Leben. Och, Mann, ich will Leben haben. Gib die her. So. Nee, wieder nicht. Na, wird das jetzt was? Nein, natürlich nicht. Warum denn auch? Wer braucht schon Leben? Man lebt ja schließlich von Luft und Liebe. Komm schon. Gib mir wenigstens ein Leben. Komm schon, komm schon, komm schon. Na, wenigstens eins. Immerhin. Immerhin, aber zwei... Ach so, 2 Versuche habe ich ja noch. Ach, komm schon. Ich habe heute absolut kein Glück, Leute. Ich sag's euch. Also, das Glück ist heute nicht auf meiner Seite. So, wir gehen nochmal auf Mario zurück und gucken mal. So. Ich sag euch eins, ich bin froh, wenn ich dieses Spiel beendet habe, weil, wie gesagt, ich mag Mario Bros. 2. Mittlerweile mag ich das Spiel nicht mehr. Also, nicht, weil ich hier dauernd verrecke, sondern es ist einfach nicht das Gleiche. Also, es ist zwar mal ein cooles Konzept, ist mal was anderes, aber ich kann euch sagen, jetzt mittlerweile geht's mir ehrlich gesagt eher auf den Zeiger. Weil ich bin so dran gewöhnt, dass ich meine Gegner durch einen Sprung killen kann. Und nun, ich wollte sagen, und da sprengt sich der Drake fast wieder selbst in die Luft. Euer Drake ist ja manchmal so ein Held, das sage ich euch. So. Geh weg. Ich habe nun gesagt, geh weg, nicht... Oh, hier unten geht's weiter. Tatsache, hier geht's weiter. Oh. Deswegen geht's da unten weiter, alles klar. So. Du. So, da einmal hoch. Und jetzt hoffe ich, dass der Pilz gleich hier ist. Ich hoffe es jedenfalls. Nein, er ist es natürlich nicht, meine lieben Freunde, aber egal. Münzen gibt's hier. Münzen sind genauso wichtig. So. Wahrscheinlich war der Pilz weiter unten, richtig? Ah, ich sag ja, ich kann mich nicht an alle Stellen erinnern. So. Mach den tot. Natürlich nicht. Warum denn auch? So. Hier ist nur Gemüse. So. Wo könnte die Stelle mit dem Pilz sein? Also wenn es jetzt nicht funktioniert, dann muss ich halt ohne Pilz auskommen. Hat ja vorhin auch gut funktioniert. Jetzt hoffe ich mal, dass es hier besser läuft. Jetzt geht er rein. Da ist er, unser geliebter Pilz. Ja gut, das riskiere ich lieber nicht. Ah, blödes Vieh. Ja, nee, ist klar. Ich habe ja sonst keine Sorgen, ne? So. Der Vorteil ist wenigstens, dass man diese hässlichen Viecher... Oh. Ja. Gut. Kein Kommentar, meine lieben Freunde. Kein Kommentar. So. Ich denke, der Part wird wahrscheinlich Überlänge kriegen, außer ich gehe hier Game Over. Dann... Ja. Stimmt, da war ja eine Bombe mit versteckt. Also sollte ich hier Game Over gehen, dann werde ich den Part definitiv schon früher beenden. Weil dann werde ich es beim nächsten Mal einfach versuchen. Ich muss aber auch sagen, die Level sind doch etwas länger, als ich sie in Erinnerung hatte. Ich dachte eigentlich auch, das wird so schnell easy going. Wie ich das aus den anderen Mario-Teilen gewöhnt bin. Aber ich soll mich irren. So. Genau, du machst den mal tot. Da unten war ja unser Pilz. Den würde ich auch sehr gerne wieder mitnehmen. Verpiss dich. Kein Bock auf pieksige Angelegenheiten. Nicht heute. Und so schnell auch nicht wieder. So.
Wir wissen jetzt ja, wo sich der Pilz befindet. Achso, den Pilz hatte ich ja schon. Stimmt ja. Gut, dann nehmen wir halt die Münzen mit. Seht ihr, Leute? Euer Drake ist noch nicht ganz wach. Ich meine, gut, es ist Sonntagmittag. Ne? Hatte eine lange Nacht wieder hinter mir gehabt, weil ich mich zu lange in RPGs gestürzt habe und in der Videobearbeitung nebenbei, weil das Mario 64 Video wollte ja auch mal fertig werden, nicht wahr? So, da ich ja weiß, dass da unten eine Bombe ist, ignoriere ich diese Wurzel oder was auch immer. So. Ja, ist klar. Ich habe ja sonst keine Sorgen, ne? So, naja, wenigstens ist das blöde Gestrüpp auch noch weg. Bombe. Ne, nichts Interessantes hier. Verpisst euch. Und du geh mir auch nicht länger auf den Zeiger. So, boom, Baby. Und hier oben geht's offenbar weiter. Dann gucken wir doch mal, was haben wir denn hier oben? Nicht viel auf jeden Fall. Oh, ja, natürlich, dass ihr zwei natürlich hier seid, das war ja irgendwo offensichtlich. So, das scheint ja echt. So, dann müsste jetzt hier Birdo sein, denke ich mal. Oder auch. Ach, herrje, Blind Jumping. Oh, das, was ich ja sowieso immer am meisten gehasst habe, weil ich nicht sagen kann, wo lang ich springen muss, Leute. Das ist fies. Das ist oberfies, Leute. Das sag ich euch. Das ist... Also fair ist was anderes. Das Schlimme ist, ich weiß... Ja gut, ich kann Peaches Fall aber auch nicht wirklich... Oh, Leute. Ich weiß auf jeden Fall schon mal, dass ich nachher ganz nach rechts gehen sollte. Nein, doch nicht so. Och, Mann, du selten dämliche Kuh. Verdammt nochmal. Ja, Leute. Dann würde ich sagen, ist der Part an dieser Stelle schon mal zu Ende. Wir machen mit der Welt im nächsten Part weiter und ja, gebt mir einen Daumen hoch, Daumen runter, kommentiert, wenn ihr wollt, her mit konstruktive Kritik und ich würde sagen, bis zum nächsten Part, euer Drake.